Willkommen bei dem Kurs Energetische Hypnose. Es ist sozusagen eine Ergänzung zu dem Kurs Hypnomassage, den ich schon hier auf Udemy gezeigt habe. Und also, falls du diesen Hypnomassage-Kurs noch nicht gemacht hast, du musst es nicht unbedingt machen, aber du kannst es auch anschauen, so gewisse Dinge vielleicht werden noch ein bisschen klarer. Auf jeden Fall bedeutet hier, dass ich noch ein bisschen mehr, wie bei der Hypnomassage, mit dem Körper arbeite. Also nicht nur sozusagen gewisse Punkte berühren oder wie Mesmerismus sozusagen in der Aura der Person Streichungen zu machen, sondern hier geht es mehr darum, dass ich tatsächlich viel mehr mit der Energie des Körpers arbeite. Deswegen steht auch zwischendurch, dass ich auch ein paar Elemente von Tantra übernommen habe. Tantra wird immer so verstanden wie etwas Sexuelles und so weiter. Aber ursprünglich ist Tantra eine wunderschöne Technik, um eben die Energie des Körpers wieder in Fluss zu bringen. Um damit die Person auch sich spirituell mit sich selbst wiederfindet, wieder in sein Zentrum ist. Es geht nur darum, dass wenn die Person dann liegt, eben dann dort eben gewisse energetische Arbeit mehr ist als bei der Hypnomassage, so wie ich sie gezeigt habe bei dem anderen Kurs. Jetzt ist es aber so, wenn jemand kommt und sagt, okay, ich habe Hypnomassage gebucht, dann frage ich einfach im Gespräch, okay, möchtest du mehr in diese Richtung, mehr in diese Richtung, was möchtest du einfach? Wichtig, das Wichtigste von allem ist, dass der Klient dir genau sagt, wie er sich vorstellt, und dann kann man während der Sitzung auch zusammen entscheiden, dass man mehr oder weniger machen möchte, als man geplant hat. Weil es kann so sein, dass der Klient merkt, wow, es ist mir doch zu viel oder ich fühle zu viel oder es ist nicht meins, ich bräuchte nur wirklich entspannen. Genau so. Also am Anfang kläre im Gespräch, wie stellst du dir das vor? Aber egal, was man entschieden hat, auch während der Sitzung immer wieder checken, ob es okay ist für den Klient, das, was wir tun. Immer Bescheid sagen dem Klient, hey, du kannst jederzeit unterbrechen. Also im Gespräch meine ich, wenn jemand neu ist, im Vorgespräch klären, hey, du kannst jederzeit entscheiden, dass du das Ganze abbrichst oder dass du mir sagst, falls du etwas mehr oder weniger willst. Kann auch sein, dass eine Person fühlt, boah, als er mir die Hand gehalten hat, war so beruhigend, aber ich traue mich nicht, was zu fragen. Doch, trau dich ruhig. Das ist deine Zeit, das ist die Zeit, die du jetzt für dich investierst. Also es geht nicht um mich, um meine Technik, um Hypnose oder sonst was. Es geht wirklich nur um dich. Nimm dir diese Zeit für dich.